Hallo Leute, heute gibt es mal wieder ein Video direkt aus unserer Anlage und wie ihr jetzt schon am Bild seht, geht es hier um unsere US-Style PrimeTrack Anlage und die Erklärung dazu, warum wir hier mit den Kessel AP700, ihr hier seht, von unten jetzt, und den T5 arbeiten, um einfach diese Farben auch raus zu bekommen, die wir euch bei jedem Update im Shop zeigen. Die AP700 von der Kessel ist eine bisschen außergewöhnliche LED, dass sie mit sogenannten Dicon Matrix LEDs arbeitet. Das kann man sehen, das ist wie so kleine HQI-Strahler, die ihr hier unten dran habt, und im Moment ist sie auch auf ganz blau geschaltet. Das Besondere an dieser LED ist, dass jede LED dort einzeln angesteuert wird und auch über ein zusätzliches Kühlsystem arbeitet, sodass die Temperaturen bei dieser LED sehr gering sind, was für eine lange Haltbarkeit und Stabilität, vor allem wichtig im Blaubereich. Was dazu auch noch kommt, ist die extreme Breite von den verschiedenen Blauspektren, die die AP700 hat. Deswegen wird sie von den ganzen amerikanischen Züchtern auch sehr, sehr gern genommen. Das bei der Fluoreszenzbildung eben vor allem auf diesen Lichtspektrumbereich ankommt. Und da arbeitet die Kessel von knapp 380 bis in den 500er Bereich rein eigentlich sehr zuverlässig. Mir persönlich gefällt diese Kessel auch deswegen so gut, weil ich kein besonders großer Freund von Apps und Steuerungen über Handys bin, sondern ich kann das hier direkt über 6 Tastenfelder an der Leuchte selber steuern. Das heißt, ich kann also hier die Lichtstärke mit Plus und Minus verändern, kann aber auch gleichzeitig die Farbe verändern, indem ich auf ein weißes Licht gehe und dann wiederum teilweise dann einfach den blauen Kanal dazu schalte und auch die Stärken wieder hochsetze oder reduziere. Die Leuchte selber hat auch noch ein Zusatzprogramm, das zeigen wir euch dann am Anschluss gleich, bei dem man über eine App und über jedes normale Handy die eine Lampe oder mehrere in Kombination so steuern kann, dass man Wolkensimulationen hat, dass man Dimmungssimulationen hat und auch Farbverläufe einstellen kann. Also man kann mit dieser auch normale LPS und SPS ganz gut halten, auch im Weißlichtbereich, kann dann aber halt eben die Vorteile dieses starken Blaubandes, das die Kessel AP700 hat, dann einfach auch sagen, man macht eine verlängerte Dimmphase mit längeren Blauanteilen, um da die Fluoreszenz noch ein bisschen besser auszuarbeiten. Bei der AP700 ist es so, dass sie über einen sehr großen Lüfter verfügt. Kann man jetzt leider im Moment nicht sehen, das zeigt man dann gleich noch dazu, genau. Und sie ist also auf jeden Fall absolut wohnzimmertauglich, sodass man hier keine allzu großen Einschränkungen hat durch laute Lüftergeräusche, kleine Lüfter oder solche Sachen. Wir verwenden sie mittlerweile in unserer gesamten Anlage und das mit sehr großem Erfolg. Und bis jetzt ist uns da auch nichts untergekommen, was gerade für diese Fluoreszenzen auszuarbeiten da im Moment besser wäre. Der Robert zeigt euch jetzt dann gleich noch dieses Programm, wie die App funktioniert und wie sich das dann halt auf dem Beckensystem einfach so von der Optik her auswirkt. Ja, genau. Ich ergänze dir noch kurz, dass letzten Endes, es gibt natürlich ein Standardprogramm, also das ist eine ganz normale Anwendung. Man kann sich alles selber programmieren und es gibt selber verschiedene Szenarien, unter anderem zum Beispiel eine Akklimatisation, also wenn man sagt, wir will eine Weile das Becken dunkel haben oder ein bisschen weniger. Und es gibt natürlich das, was ich eingestellt habe, kann ich mir auch zeigen lassen und das zeigen wir euch jetzt gleich. Wir gucken jetzt mal bei der AP700. Ja, das ist die App, die mitgeliefert wird. Die ist installiert, unter Android in dem Falle, geht aber beides. Und ja, wir kriegen jetzt eine Art Simulationsprogramm, das jetzt innerhalb von, glaube ich, 10 oder 20 Sekunden uns zeigt, wie die Lampe eingestellt ist. So, wir versuchen natürlich beides gleichzeitig zu filmen und sehen jetzt hier Quickset 2 und werden natürlich gleich Veränderungen im Aquarium feststellen. So. Jetzt ist er mal 1% und fährt jetzt, glaube ich, dann langsam wieder hoch. Ja, 8 Uhr, 9 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr. Geht bis knapp 17 Uhr und dann fängt es wieder an, etwas dunkler zu werden, bis es um 20.15 Uhr aus ist. Ja, das nur mal, damit ihr seht, wie man das einstellen kann, und das war jetzt ein Kurzdurchlauf.